Das Ziegelwerk in Everding. Für Stefan Leitl Kindheit. Denn mit der Geschichte des Vitalziegels ist er bestens vertraut. Wenn man dann hineingeht und den Geruch vom Ziegel drinnen hat und dann sieht, wie aus dem Leben der Ziegel dann rauskommt, in dem Ziegelrot, dem Schönen, das sind einfach Eindrücke und Gerüche, die sie so eingebrannt haben. Das kriegt man auch nicht weg. Und auch wenn ich einmal dazwischen, wenn man so 15, 20 ist, sagt, na, ich mache einmal ganz was anderes und ich gehe einmal nicht in den Familienbetrieb hinein, das bleibt so tief drinnen und ist so im Unterbewussten drinnen, dass ich gemerkt habe, ich will da wieder zurück. Ich habe dann auch gesagt, ich möchte außerhalb des Unternehmens Erfahrung sammeln, um was anderes zu sehen, und bin dann einmal bei einer OMV-Tochter gewesen in Linz, dann ins Ausland gegangen, weil ich immer ins Ausland gehen wollte, war dort in Osteuropa für Baustoffunternehmen zuständig und habe dort einfach gesehen, Unternehmen, wo es nicht ganz so gut läuft, wo es schwieriger ist. Ich habe dort gesehen, wie wichtig es ist, dass man ein gutes Netzwerk hat von Kunden und Mitarbeitern. Die Geschichte des Familienbetriebs geht 122 Jahre zurück, die des Vitalziegels mehr als 50 Millionen Jahre. Lehm war hier immer schon vorhanden. Er galt als Heilerde. Die positiven Eigenschaften des Rohstoffs in den Ziegel zu bringen, hielten aber viele vorerst für einen Marketing-Gag. Es ist uns bestätigt worden, dass wirklich auch diese, ich will nicht sagen Heilkräfte, aber entspannenden, wohltuenden Kräfte auf den gebrannten Ziegel übergehen. Und wir haben das Vital-Ziegel-Programm entwickelt. Der gesunde Vitalziegel, fertig Betondecken und Wände oder nachhaltiges Bauen mit dem ersten energieautarken Haus Österreichs in Schwertberg. Das waren die Innovationen der letzten Jahre. Martin Leitl, der technische Kopf dahinter, Andreas Gibus, das betriebswirtschaftliche Mastermind. Wenn wir jetzt etwas entscheiden und machen, dann ist es eine Sache, die wahrscheinlich auch die nächste Generation noch betrifft und auch vielleicht erst in ein, zwei Jahren die entsprechenden Früchte trägt. Wir sind als Betrieb bekannt, die mit den Innovationen zu sein. Wir sind nicht die Größten, aber wir sind die Innovativeren sozusagen in der Branche. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir weiter beschreiten werden. Martin Leitl wird mit 65 Jahren jetzt seinen Neffen Stefan seine Aufgaben übergeben. Als Aufsichtsrat bleibt er im Unternehmen. In der fünften Generation werden die Werte von Stefan Leitl und dem ganzen Team weitergelebt.